Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar vom Rasenmäher-Simulator oder Lawnmowing-Simulator. Ich habe für euch ein bisschen weitergespielt. Letzte Woche kam ja schon ein Video und wie gesagt, ich habe ein bisschen weitergespielt. Es kam auch ein neues Update raus, da waren einige Bugfixes. Grafisch ist es leider immer noch sehr anstrengend in bestimmten Regionen auf dem Rasen. Aber wie ihr vielleicht schon seht, ich habe dieses wunderschöne neue Teil gekauft und ich habe unsere Zentrale ausgebaut, also unsere Garage. Das dauert allerdings noch 6 Tage. Ein Tag ist ein Auftrag. Und jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Werbung wollte ich eigentlich noch schalten, beziehungsweise 5 Tage laufen noch die Handzettel. Aktuell haben wir noch 4100. Das heißt, ich würde tatsächlich nochmal Handzettel. Ich würde wahrscheinlich für Werbung mal ein bisschen mehr ausgeben. Ich würde wahrscheinlich diese 1250 für Werbung ausgeben. Dann haben wir nämlich Handzettel 4 Tage und Zeitschriftenwerbung 20 Tage. Das gibt uns insgesamt 245 RP nach jedem Auftrag. Und, warte mal, wir müssen noch was schauen. Und zwar, wir können Mitarbeiter einstellen, das schon mal erstens. Und wir haben den Toro Z-Master 2000. Und diesen können wir Watten reparieren und so weiter. Das ist aber alles nicht vonnöten, sondern, wartet mal ganz kurz, doch, die Messer können wir machen, auftanken können wir einmal. Ja komm, dann machen wir das auch nochmal. Ich habe nämlich einen Auftrag schon gemacht und wir können Aufsätze kaufen, nämlich einen Mulchkit 48 Zoll. Für 205 Dollar, den bauen wir einmal dran, denn jetzt können wir alle Aufträge wahrnehmen, sonst hätten wir bestimmte Aufträge hier nicht machen können. Mulcher benötigt. Habe ich da dran gebaut gerade? Moment. Jetzt bin ich aber selber. Den Mulcher habe ich doch gerade dran gebaut. Moment. Und zwar dauert das ein Stückchen. Moment. Einer im Besitz. Den Aufsatz verkaufen. Nein. Dran bauen. Jetzt ist der erst dran. Aha, okay, ich habe den erstmal nur gekauft und jetzt habe ich ihn noch dran gebaut. Ja, okay, das muss man natürlich wissen. Ja, jetzt funktioniert das Ganze auch. Was haben wir für einen Auftrag? Wir schauen mal ganz kurz durch, was wir Schönes haben. Jefferson Garten, Davis Garten. Ich überlege gerade, was ich auch so gesehen habe, es wiederholen sich manche Aufträge. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ich würde sagen, aber hier, wir haben einen richtig dicken Brummer. Ja, da starten wir rein. Mitarbeiter und auf geht's. Und dann würde ich sagen, let's go. Ich werde wieder ein bisschen mähen. Ich werde auch wieder ein bisschen mit Zeitraffer machen. Werde euch das Ganze ein bisschen beschleunigen. Wir schauen aber erstmal, wie es läuft. Man muss ja schon mal sagen, hier hat ein Herr sich wahrscheinlich ein ganz nettes Anwesen gegönnt. Alter Vater, ey. Und ich sage euch, wie es ist. Ich wäre froh, über so einen Rasen zu verfügen. Das wäre der Wahnsinn. Aber ihr werdet schon sehen, der neue Mulcher oder der neue Rasenmäher. Wie viele Objekte brauchen wir? 6. Der neue Rasenmäher, der wird richtig gut abgehen. Das kann ich euch schon mal versprechen, denn wir sind viel schneller. Wir haben eine viel höhere Schnittbreite. Das ist auch schon mal ein wichtiger Punkt. Und nicht nur das. Wir können auch auf der Stelle drehen. Also das Teil hat einen Wendekreis. Genial. Also wirklich genial. Ich vermute, dass das Ganze auch etwas bodenschonender ist wie der andere Mäher. Und ja, da müssen wir aber mal schauen, wie sich das jetzt am Ende des Tages verhalten wird. So, ich glaube, ich will mal hier nochmal rumlaufen. 2 Objekte? Ernsthaft? Wo sollen die denn noch liegen? Vielleicht nochmal hier außen rumlaufen? Manchmal liegt auch noch was am Rand, was man da nicht gesehen hat. Nee. Huh? Okay, was natürlich auch sein kann, das sollten wir auch mal gucken, dass das nicht die einzige Grünfläche ist, die wir mähen müssen. Es kann auch sein, dass wir abseits noch was haben. Moment. Okay, das ist sehr spät aufgetaucht tatsächlich. Aber es ist wahrscheinlich doch die einzige Grünfläche. Wir werden es jetzt richtig schwer tun, das letzte Teil zu finden. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Wir können hier nur systematisch den Garten ablaufen. Wenn man natürlich dann reinfahren, kann es passieren. Also wenn wir das nicht absuchen und wir fahren dann rein, dann kann es natürlich passieren, wir machen uns den Rasenmäher kaputt. Unseren schönen Aufsitzmäher. Und der war echt teuer gewesen. Ich glaube, der hat 9000 gekostet.
insgesamt, also das war definitiv kein Schnäppchen. Och Mann, wo soll denn das letzte liegen? Warte mal, ist vielleicht doch hier draußen noch eine andere Grünfläche, bevor ich mich hier dusselig suche. Laufen wir nochmal alles ab. Ich suche mal das letzte Teil. Gefunden. Okay, da war tatsächlich wirklich noch was. Unfassbar. War gut versteckt diesmal. War wirklich gut versteckt. So, jetzt schmeißen wir mal das gute Stück an. Und flups. Lenkrad sollte funktionieren, glaube ich. Einmal die Drehzahl erhöhen und dann können wir schon mal rausfahren. Genau. Perfekt. Ich fahre die erste Runde immer ganz gerne in der Ego. So, dann einmal. Anscheinend, stopp. Was haben wir für eine Höhe? Wir brauchen eine Höhe 5 bis 6 cm und wir sind auf 12,70 Meter. Okay, dann einmal die Schnitthöhe runtersetzen. 5 bis 6 cm, 5,70 Meter sollte passen, oder? 5,70 Meter und los geht's. So, ja, das ist schon das erste Problem, hier überhaupt reinzukommen in den Garten. Das Teil hat so einen engen Wendekreis, das ist der absolute Wahnsinn. Und wir haben hier unten ein relativ breites Mähwerk, das heißt, wir müssen nicht ganz vorne auf die Räder achten. Und jetzt kommt der Hit, passt auf. Seht ihr das? Wir können hier Kerzen gerade einfach umlenken und das ist wirklich mega. Das finde ich wirklich gut. Ja, und wir sind auch flott unterwegs. Alter, geht der ab. So, jetzt passt auf. Vollgas! Alter! Da kannst du mitarbeiten, oder? Mal ganz ehrlich, da kannst du mitarbeiten. Ich glaube, 99,5% ist hier Voraussetzung. Und ich muss sagen, ich weiß nicht warum. Ich habe das Ganze gestern im Livestream ein bisschen gespielt. Und ein bisschen vorausgespielt auch. Dass wir hier ein bisschen weiterkommen, dass wir den nächsten Rasen mehr haben und so weiter und so fort. Wenn ihr natürlich mehr sehen wollt, dann lasst gerne das Däumchen da. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ja, dann würde ich einfach mal schauen, dass wir vielleicht mal eine Mitarbeiter einstellen und so weiter. Aber ihr müsst mir mal unbedingt in die Kommentare schreiben. Und zwar, was fasziniert die Leute an diesem Spiel? Ich weiß nicht, ich selber habe es für mich noch nicht rausgefunden. Ich habe irgendwie Bock drauf und denke mir so, oh ja, muss noch eine Folge Rasenmäher-Simulator aufnehmen. Und ich weiß nicht warum. Ich kann es euch nicht sagen, ich habe keine Ahnung warum. Warum ist das so? Was ist an diesem Spiel, was es so ein bisschen diesen Suchtfaktor kickt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Sache. So, hier müssen wir einmal scharf rum. Es geht ja mit unserem Aufsitzmäher relativ gut. So, hier schön sachte. Wieder ein bisschen Gas geben. Okay. Und wieder Gas. So, da haben wir die erste Runde schon geschafft. Perfekt. Drüben haben wir sogar ein bisschen was stehen lassen. Das mache ich mal noch weg. Das sieht etwas unsauber aus, wenn ich ehrlich bin. Das ist nicht schön. Let's go, let's be free.
So, wir sind fertig. Das Grundstück gemäht. Vielleicht habt ihr es gesehen, meine lieben Freunde, sind immer mal Ruckler drin. Das Problem ist, dass es halt an manchen Stellen leider so schlecht programmiert worden ist, dass wenn man zum Beispiel zum Haus schaut oder in eine bestimmte Richtung fährt, dann ruckelt es. Warum auch immer, keine Ahnung. Ich kann es euch nicht so genau sagen. Muss aber wohl an der Programmierung von dem Spiel liegen, die nicht ganz so prall ist. Das muss man schon mal sagen. Aber vielleicht kommen da ja noch ein paar Verbesserungen. So, Fakt ist eins, wir haben 796 Dollar verdient, 14,50 haben wir an Strafen, Kollision, 14,50. Damit können wir leben, ganz ehrlich, ist überhaupt kein Problem. Wir bekommen 245 XP extra und sind zuverlässig Rang 4. Also wir waren ja Einsteiger, bis Rang 5 geht das immer, glaube ich, und dann kommt man in die nächste Stufe. 118 RP brauchen wir bis zur nächsten Stufe, das heißt, wir werden auf jeden Fall wieder aufsteigen. Und uns wird nichts anderes übrig bleiben, wie den nächsten Auftrag zu machen. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal um, was wir hier haben. Sagt ihr mir was? Der Auftrag. 235 XP. Das ist ein kleinerer Auftrag, der uns aber eine Menge Kohle eigentlich bringt. Das wäre natürlich doch mal ganz interessant, weil wenn wir nämlich vom zuverlässigen Level noch eins höher aufsteigen, dann meine... Oh ne, den haben wir noch nicht gemacht, den kenne ich tatsächlich nicht. Dann, meine Lieben, ist es so, dass wir neue finanzielle Möglichkeiten haben. Wir können neue Darlehen aufnehmen. Das habe ich nämlich gemacht. Ich habe da 10.000 Euro Darlehen aufgenommen gehabt, nachdem ich quasi auf den Rang zuverlässig aufgestiegen bin und habe mir quasi den nächsten mehr gekauft. Das macht schon Sinn, also dass man das macht. Man muss das natürlich auch zurückzahlen, das ist richtig. Aber im Großen und Ganzen kommt man auch nur so weiter. Ne? Und ihr kennt es ja, eine gute Firma ist eine verschuldete Firma. Ne, eine gute Firma hat Schulden. So. Okay, warte mal, hier drüben den grünen Streifen, da waren wir noch nicht und da liegt auch das letzte Teil und wir haben nicht aufgetankt, das können wir aber noch machen. Messer brauchen wir nicht wechseln, die sind noch gut. Wir steigen einmal an, lassen das gute Stück an. Schauen nochmal ganz kurz, 6 bis 7 cm Schnitthöhe. Ich versuche mal so hoch wie möglich zu machen, die Schnitthöhe. So 6 Meter, aber 6,30 passt halt auch. Das passt halt wirklich. Aber das ist ja wirklich eine das ist ja eine ganz einfache Geschichte hier, oder? Also ein bisschen viereckigen Rasen wegmähen. Ja, das wird interessant werden auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen hier einfach mal einfach diesen. So. Ich glaube, die Außen. Oh, hier steht auch wieder so ein fetter. Was ist das? Audi R8 oder was soll das sein? Leute, schreibt mal in die Kommentare, was könnte das für ein Auto sein? Ich würde sagen, das ist so eine Audi R8 Abbildung. Bin mir aber nicht ganz sicher. So, okay. Ja gut, die zwei Grünstreifen hier links und rechts abmähen, das ist natürlich super easy. Wir haben jetzt schon 7%. Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, ich mache uns den Auftrag hier hübsch, die Wiese hier hübsch und wir sehen uns dann upsala, bei der Zusammenrechnung. Mal gucken, was rauskommt. Und mal gucken, ob wir in das nächste Level aufsteigen von zuverlässig. Ich weiß nicht, was dann das nächste ist. Ich kann es nicht genau sagen, was das nächste war. Aber auf jeden Fall gibt es dann mehr Kohle. Und mehr Kohle heißt ein besser Aufsitzrasen mehr. Wird interessant werden. In diesem Sinne, bis gleich.
So. Fertig. So, wir haben es geschafft. Der Rasen ist auch abgemäht. Perfekt. Jetzt heißt es zurück in die Zentrale. Mal die Aufträge prüfen. Und vor allem, ich weiß gar nicht, wie lange wir noch brauchen insgesamt. Das kleine Stück wollte ich jetzt unbedingt noch mitnehmen. So, Schneidwerk einmal. Auskante. Schneidwerk einmal aus. Das war tatsächlich mal ein Grundstück, was echt ganz angenehm war. War jetzt nicht so anspruchsvoll, deswegen wahrscheinlich auch nur 2 Sterne. Aber es gibt gute Erfahrungspunkte. So, einmal drauf auf den Anhänger und dann können wir wieder abrücken. Perfekt. Los. Sehr gut, wir haben ja 1,76 Dollar haben wir abgezogen bekommen. Mein Gott, damit können wir leben. Wir müssen aber auf jeden Fall unsere Messer schärfen, das steht fest. Zuverlässig Rang 5 haben wir erreicht. Oh, 218 Erfahrungspunkte, dann gehen wir nach etabliert. Etabliert bedeutet für uns, wir können dieses Darlehen nehmen. Dieses Darlehen nehmen, 25.000. Aktuell habe ich ein Darlehen von 10.000 laufen. Ne, auf den Gesamtbetrag, ich habe da nichts zurückgezahlt. 1.350 ist die wöchentliche Zurückzahlung. Aber wir wollen ja auch jemanden einstellen. Ja, hier. Meister, Meister, Geselle, Lehrling. Lehrling. Wöchentliches Gehalt. Ah ja, danach richtet sich das wöchentliche Gehalt. Gut, dann würde ich aber sagen, 4 Tage dauert es noch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da, wenn ihr mehr sehen wollt. Ich bin gespannt, ja, wie es euch gefallen hat. Bis dahin. Tschüss und ciao.